Herzlich willkommen bei der Theatercouch Burgersdorf. Auch heute haben wir wieder einen lieben Gast, unsere liebe Isabella Krankl-Weber. Liebe Isabella, danke, dass du gekommen bist und herzlich willkommen. Danke für die Einladung und einen schönen guten Abend. Bitte, gerne. Auch du hast ja, glaube ich, nach meinem Wissen eine lange Theaterkarriere hinter dir. Oder erzähl uns da, wann hat es eigentlich angefangen? Lang eigentlich nicht von der Zeit, aber sehr komprimiert. Es hat begonnen 2010 erst, bin ich zum Theater gekommen, und zwar bei mir in Mariansbach, wo ich hingesiedelt bin. Mhm. Dort hatten sie dann ein Jahr drauf in der Theatergruppe beim Bauernstück Wem gesucht, und da war ich gleich dabei. Da wurde ich gefragt und da durfte ich gleich mitspielen in einem Bauernstück. Mit Text gleich? Mit Text gleich, ja, ja. Also ich war nicht der Baum von links, sondern gleich mit Text. Es war zwar eine kleine Rolle, aber eine lustige Rolle, und da habe ich Theaterluft geschnuppert und die hat mich nicht mehr losgelassen. Ja, das ist interessant, genau. Ja, weil ich habe schon viele da gehabt, die haben gesagt, ja, ich war der Kerzenständer oder Nein, ich durfte gleich und dann bin ich gleich weitergekommen zu einer nächsten Theatergruppe. Da habe ich dann zwei tolle Stücke gespielt, und zwar die geschlossene Gesellschaft von Sartre, also ganz interessant, und dann die Präsidentinnen von Werner Schwab. Also auch ein sehr schweres Stück. Ja. Und da durfte ich zweimal in Café Brückel spielen jeweils, also in Wien. Und das war natürlich auch eine Erfahrung. Ja. Viel herumgekommen schon. Viel herumgekommen. Ja, und dann bist du irgendwann zum Theater. Dann wollte ich gerade sagen, dann ist genau Burgersdorf gekommen. Über wem anderen wurde ich angerufen vom Pressbaum, von der Theatergruppe Pressbaum. Mhm. Sie suchen wem in Burgersdorf für die Titania, den Sommernachtstraum. Und da hat sie an mich gedacht. Dann habe ich mich mit dem Regisseur, mit Herrn Cambruzzi, getroffen. Also das war das erste Stück bei uns. Eben Sommernachtstraum, und das war so schön. Das war ein Märchen und ich liebe Märchen. Ja. Ich war die Elfin, also, und eben dann kommst du aus dem Wald Gut, das war ja, glaube ich, eine andere Kulisse, ja, auch im Steinbruch. Ja, das war eine andere Kulisse, genau, das hat nicht so jedes Theater wie mir die Kulisse. Nein, ja. Gar nicht. Also das war ich auch ganz verliebt, natürlich in den Wald. Aber leider auch jedes Wetter, gell? Das ist nämlich auch, dass jedes Wetter, da gibt es ein paar Geschichten dazu, wo ich dann sage, ja, okay, da überlegt man sich, will man da raufgehen bei 8 Grad, und der Hauch kommt so hinaus beim Sprechen. Da überlegt man sich dann schon, boah, sehr kalt. Aber ich kenne das, habe oft genug auch schon gespielt. Oder auch so große Gelsen, wo du denkst, ja, okay, summ, 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 und man darf sich nicht bewegen eine halbe Stunde, weil man schlafend in einem Bett liegt, eben als Titania. Und dann denkt man sich, ja, wenn ich dann fertig bin, habe ich lauter Pusteln im Gesicht. Ja, ich weiß. Natürlich, man spielt mit den Tieren da hinten. Das ja, ist einmal so. Ja, du, ja, es kommen kleine Mäuse daher, große Hasen oft so. Ja, es ist der Wald. Es ist der Wald. Unser Hausherr, der Uhu, den bist du ja auch schon sicher gesehen. Ganz, ganz entzückend. Also in manchen Szenen hat er richtig reingepasst, wenn er da reingeflogen ist oder weggeflogen ist, je nachdem. Ja, genau. Bei uns heißt er nur mit der Hausherr. Der Hausherr ist das, okay. Das ist der Hausherr, weil der ist ja immer da. Der sieht auch jedes Stück und mittlerweile, Tag. Ja, genau, mittlerweile, genau, mittlerweile. Welche Stücke hast du noch gespielt in Burgersdorf? In Burgersdorf habe ich dann noch gespielt, eben die Titane, dann war da Goldoni. Mhm. Weiß ich jetzt gar nicht, wie das heißt, aber ja, Goldoni. Ich kann dir das sagen, ich habe das mit Sommer. La Morte und Katzenzunge. Die La Morte und Katzenzunge, ja, genau. Und Bauer als Millionär. Und der Bauer als Millionär, da durfte ich die Zufriedenheit spielen. Und das war für mich so eine schöne Rolle. Entschuldigung kurz. Ja. Ah, interessant. Danke. Regieanweisung. Wir haben einen Ausschnitt von der Zufriedenheit. Ja. Mädchen möchte gerne die Ehre haben. Was verlangst du von mir, mein Kind? Wer ist denn das? Nur näher. Ich bin die Dame, die du suchst. Sie sind ja eine liebe Person. Aber für eine Dame hätte ich sie nicht gehalten. Nicht? Und doch bin ich noch mehr. Ich bin die Königin dieses Tales. Und von meiner Stirne strahlt das Diadem der Heiterkeit. So, Entschuldigung, euer Gnaden, aber das hätte ich in meinem Lebtag nicht gedacht. Steh auf. Du bist mit diesem Brief, den ich vor kurzem erhielt, schon angekündigt. Und ich will dich in meine Dienste nehmen.
Ja, das war eine wunderbare Rolle. Die Zufriedenheit, das ist so eine Harmonie im Ganzen gewesen. Mhm. Und ich glaube, ich konnte das gut ausstrahlen zumindest und hatte ich positive Rückmeldungen. Ja, das war ganz eine schöne Rolle. Ja. Da gibt es eine lustige Geschichte dazu. Bitte gleich dazu. Ich war ja ziemlich ausgeschnitten und mit 3/4 Ärmeln. Ja. Und an einem Abend hatten wir 8 Grad, eben, wie zuerst vorgesprochen, mit Hauch und so. Und ich hatte eine Szene mit dem Wurzel, so einen Dialog. Und der war schon ein alter Mann und mit einer Joppen und mit Schal und mit einer Mütze bekleidet. Und bei diesem Dialog habe ich mir immer gedacht, was beneide ich dich um deinen Schal und um deine Joppen? Wenn man so kalt war, nicht? Ja. Aber es ist nicht rübergekommen. Es hat keiner gewusst, dass ich gefroren habe. Ja, aber, ja. Ich kenne das. Und das Interessante ist auch, wenn man so schon zittert, kaum geht man auf die Bühne. So ist es. Genau. Kaum geht man weg. Ja, man hat dann eine dicke Jacke hinten im Wald irgendwo oder einen dicken Umhang hängen und dann geht das schon, nicht? Also das war, ja. Viele Theater sind ja jetzt schon in der Vorbereitung, aber natürlich nur immer in der Warteschlange durch unseren Besuch derzeit auf der ganzen Welt, sagen wir mal so. Bist du auch schon in Vorbereitung? Oder? Ich bin in Vorbereitung auf 2 Stücke. Also das eine ist jetzt in der Theaterei in St. Christophen. Mhm. Da wollen wir Ende April, Anfang Mai spielen. Also das steht jetzt wirklich noch in großen, großen Sternen und in weiter Ferne. Und das nächste Stück ist dann im Theatercenter Forum. Da habe ich auch schon 2 Mal gespielt, also ein tolles Theater. Da spielen wir Balkonszenen, das ist ein englisches Boulevardstück, also Tür auf, Tür zu. Im Herbst dann, Ende September, Anfang Oktober. Da ist natürlich noch alles offen, ja oder nein. Also es kann bis dahin, kann es toll laufen oder bis dahin ist wieder alles geschlossen. Also wir haben beginnen zu proben, wir können den Text alle schon, also wir sind abrufbereit. Ja. Natürlich werden wir proben nur zu zweit und mit Testung, das ist ganz wichtig, dass wir immer alle getestet sind. Und ja, in 14 Tagen geht's los mit den Proben. Schauen wir mal, wie weit es geht. Das ist halt das nächste Stück. Und ich hoffe, in Purkersdorf geht es dann auch einmal wieder weiter. Ja, das hoffen wir alle. Hast du so in deiner Karriere, 2010 ist jetzt auch schon über 10 Jahre auf jeden Fall, also ein Jahrzehnt hast du hinter dir. Genau. Gibt es da was ganz Besonderes, Hoppalas auf der Bühne, hinter der Bühne, hast du irgendwas erlebt? Naja, Hoppalas für mich jetzt nicht, dass ich Gott sei Dank... Oder was Lustiges, ja. Was Lustiges, Gott sei Dank bin ich nicht über eine Stiege gestolpert. Was auch lustig war, das lustig, war eben vor 2 Jahren, da habe ich die Mrs. Campbell gespielt, eben eine Frau, also die Lorraine habe ich gespielt, die Frau eines Offiziers, der angeblich der Vater vielleicht der Tochter war, nicht? Und das war die letzte Vorstellung, da hat es die ersten 20 Minuten sowas von geschüttet. Laut der App hat es dann aufgehört und darum haben wir weitergespielt. Also die Leute sind auch sitzen geblieben, weil es die letzte Vorstellung war. Und ich bin mit meinem Mann hinten gestanden, also seitlich der Bühne. Er hat die Koffer getragen und ich habe dann gesehen beim Scheinwerfer, also schütt, denke ich mir, oh Gottes Willen, alles fällt runter. Gell? Dann sind wir auf die Bühne gegangen und eben das war der Marktplatz, da siehst du dann die Kinder und dann schaust du dich einmal herum und die Leute sitzen unten eben, ja, eingepackt und regennass schon. Genau. Und mein erster Satz war... Diese Hitze in Italien ist entsetzlich. Also gut, die Leute mussten unten lachen. Ich musste natürlich auf der Bühne schmunzeln, weil das war so wirklich nicht passend. Ja, das ist dann immer so. Das haben wir schon gehabt. Das ist, aber sonst muss ich sagen, ist mir eigentlich, kann ich mich nicht erinnern, dass mir so irgendwie ein Hoppala passiert wäre. Nein, ich bin auch, muss ich sagen, immer sehr gut vorbereitet. Ich möchte mich da jetzt nicht selber loben, aber... Das ist ja mal gut. Dann fange ich dich. Ja, aber dann spiel ich weiter. Also ich bei der ersten Probe, wenn wir immer so die erste Leseprobe haben, dann kann ich eigentlich meinen Text zu 90% schon sagen. Spiel natürlich nicht, aber ich kann ihn runterratschen, dass ich sage, okay, 90% sitzt der Text. Das und dann kommt eben die Feinarbeit mit dem Spielen. Das ist ja dann das Interessante, das Schöne. So ist es, genau. Weil du dich viel mehr auf Spielen konzentrieren kannst, wenn es nicht immer, wie war mein Text? Naja, und vor allem mit dem Buch, das ist hinderlich nachher, nicht? Und es kommt dann durch Spielen, vergisst man dann meistens den Text oft. Weil dann ist man mit was anderem beschäftigt. Natürlich, und dann den Text, den man vorher gewusst hat, den man runterkratscht, der fehlt jetzt momentan. Aber das ist das Spezielle dann. Genau, und wie lernst du Text? Ich lerne. Sehr interessant, weil ich habe schon so viel Varianten gehört. Also ich habe 10 Münzen liegen und mache immer, sage ich einmal, einen Absatz oder einen größeren, kleineren oder 2 Zeilen, je nachdem halt. Und dann sage ich mir vorn, schiebe die Münze dann immer weg und dann sind die 10 Münzen auf der anderen Seite. Und dann komme ich das wieder zurück und dann versuche ich das im Gedächtnis, ohne zum Anschauen zu machen, mit den 10 Münzen. Okay. Und dann marschiere ich im Wohnzimmer. Ich habe ein schönes großes Wohnzimmer und dann marschiere ich und sage meinen Text.
und gehe und gehe und sage meinen Text und dann schaue ich wieder rein, dann muss ich mal wieder die Brille nehmen, muss ich, aha, gut, ja, okay, doch nicht so gemerkt, wie ich gewünscht habe. Ja, und so lerne ich halt den Text. Und ganz lustig auch, dass ich arbeite im öffentlichen Dienst in Wien in einem großen Gebäude. Mhm. Und das war am Anfang jetzt nicht mehr so. Da habe ich auf dem Gang bin ich dann gegangen und habe meinen Text runtergeratscht oder gesprochen schon nachher, nicht, wenn ich keinen gesehen habe. Nicht? Ja, ja. Ich bin den Akten halt gegangen und habe halt irgendwas plaudert. Ja, dann sind halt die Türen oft aufgegangen oder um die Ecke ist eine Partei gekommen, die habe ich halt einmal so angeschaut, was ist jetzt da los, wo bin ich da jetzt? Habe ich gesagt, Theater, ja, wird dann eh verziehen. Das muss man verzeihen, jetzt muss ich kurz was sagen. So ähnlich ist mir passiert, ich bin mit dem Auto von meiner Frau gefahren, Cabrio. Ja, und? Rijksbrücke, Stau. Und? Und neben mir auch, und es war schon Mai, und ich sitze und habe, wie ich ihn da gespielt habe, und schreie halt gerade, allmächtiger Gott, hier sieh mich stehen. Und dann drehe ich mich so langsam um, und der, was neben mir war, hat nur so gedeutet. Also das war dann, das ja, war so, ich war gleich leise und habe dann den Stau halt stumm erlebt. Stumm, dass man dann im Inneren halt ja, seinen ja, Text so drin. Ja, aber das hilft einem, also mir hilft ja, das. Ja, ich sage es auch, überall, wo ich bin, so ist es, weil, genau. Ja. Dann weiß ich es vielleicht, wenn ich auf der Bühne Action ist auch. Ja, genau, dann weiß man dann auch besser. Bist du nervös eigentlich? Ich glaub, ja, schon. Wobei ich sagen gehört muss, ja dazu. Ja, es gehört dazu. Viele sagen, Installateur ist auch nicht nervös, wenn er seine Arbeit macht. Das ist, ja, aber das ist was anderes, sage ich einmal. Ich bin im Steinbruch bin ich nicht nervös, weil da habe ich die Sicherheit im Ohr, sage ich einmal. Drum kennt man das ja alles. Drum ja. Kenne ich auch meinen Text und drum weiß ich, okay. Geht ja alles vielleicht. So ist es. Eigentlich ein bisschen ist ja schon nervös, aber wenn ich dann auf der Bühne bin und ich spüre die Wärme vom Scheinwerfer, dann ist das so irgendwie so ein Balsam, wo ich sage, ich bin dann in mir drinnen und dann spiele ich meinen Part. Ja, also Gott sei Dank habe ich bis jetzt ja wirklich noch nicht so Hänger gehabt. Spürst du auch das, was vom Publikum kommt? Ja, ganz, ganz wichtig. Also ganz, ganz wichtig, wenn das Publikum mitgeht, dann macht das einfach viel mehr Spaß. Das war bei den Katzenzungen zum Beispiel so. Das hat man natürlich, Super Stück. Das hat man zum Beispiel im Steinbruch ja nicht, weil das Publikum viel zu weit weg ist. Das geht gar nicht. Also spürt man nicht so. Aber im Saal, sage ich einmal, wenn du das Publikum dann hast und eben da ist das zurückgekommen, das Lustige, und so, ne? Dann kann man viel mehr geben. Also das ist fein. Also wenn das Publikum mitspielt. Wie rennt das dann so? Ja, das ist total harmonisch. Fein. Und für uns ist immer ganz wichtig, wenn wir dann stehen, wenn man noch nicht dran ist und hinter der Bühne wartet und der erste Lacher kommt, dann sagen wir, ja, das ist ein gutes Publikum heute. Der erste Lacher ist schon da, gar nicht bei einer Szene, die wir erwartet hätten. Das ist oft so, ja. Und da freut man sich, wenn man hinter der Bühne steht, ja, das ist ein gutes Publikum heute. Und ja, da geht man dann anders raus auch. Man geht sonst auch gut raus. Aber wenn man weiß, die fangen schon gleich am Anfang zum Lachen an, dann ist man mittendrin. Ja. Und man glaubt, dann ist es. Bei mir rennen sie jetzt auch besser oder so, weil wird es wahrscheinlich immer gleich. So ist es, genau. Aber es ist einfach die Resonanz vom Publikum da, dass man sagt, ja, man spritzt zurück das Ganze. Gell? Muss man spüren. Ja. Gibt es ein Lieblingskostüm oder eine Lieblingsrolle, was du am liebsten gespielt hast? Also am Steinbruch ist es ganz schwer, immer mit den großen Kostümen, mit der Verkabelung. Das ist immer so, das ist eine mühsame Geschichte, gehört aber dazu. Ist natürlich fein, wenn du ein schönes Kostüm anhast. Ja. Sonst sage ich einmal, ist jedes Kostüm in Ordnung. Ich sage, auch wenn ich jetzt einen Pyjama anhätte, so wie Bella Morte, war das auch passend. Also das war auch so ein schönes Stück, sage ich einmal. Das war so, ja, das ist so ins Herz gegangen, eben mit einem Thema, das jeden beschäftigt, Krankheit und vom Leben gehen und so. Nicht. Aber auf die Frage zurückzukommen mit einem Kleidungsstück, nein. Da ist eigentlich alles da. Welche Rolle hast du am liebsten gespielt? Oder bist du da relativ offen? Das kann man gar nicht sagen. Nein, das kann ich gar nicht sagen. Ja. Das ist gerade die Rolle, die ich jetzt habe. Okay. Wobei ich sagen muss, die Zufriedenheit, das war schon was Besonderes. War auch ein ja, schönes aber die Stück. Titania auch. Das war mein erstes Stück in Purkersdorf. Das ist mir auch noch so Erinnerung, gell? Aber ich sage immer, das ist das Stück, was ich gerade probe, wo ich gerade spiele. Das ist gerade das, wo ich 100% drinnen bin. Auch. Ist gut so, ja. Ja, ich hoffe. Es gibt manche, die sagen, das würde immer, das war mein schönstes oder wirklich. Aber das ist okay so und das ist auch gut so. Würdest du gern ein Stück oder eine Rolle auf jeden Fall noch spielen in deiner Theaterkarriere, die ja noch hoffentlich sehr, sehr, sehr lange dauert? Ja, ganz gerne würde ich noch einmal spielen. Das waren die Präsidentinnen von Werner Schwab.
Der hat so eine eigene Sprache, eben, ja. Ist leider nicht sehr bekannt, der ist schon verstorben, der Werner Schwab. Aber das war so ein Stück aus dem Leben auch und ganz noch schwer. Noch einmal spielen. Ja, das würde ich gern noch einmal spielen, muss ich sagen. Ja, doch, das würde ich ganz gern, ja, vielleicht ergibt es sich wo. Ja, nicht. Und gibt es dann noch ein Stück oder Rolle, was du auch unbedingt einmal spielen möchtest? Oder fällt mir jetzt eigentlich ad hoc nichts ein, wo ich sage, die würde ich jetzt gerne spielen wollen. Oder es würde interessieren. Glaub, interessieren würde mich, sage ich einmal, beim Jedermann der Glaube oder die Werke. Das ist eine schöne Rolle. Also gar nicht die Buhlschaft. Ich war voriges Jahr in Salzburg, also vor 2 Jahren, und da hatten wir es gesehen. Also nicht das Original, sage ich jetzt einmal, sondern eine andere Gruppe. Und die hat die Werke und ich glaube, die hat das so gut rübergebracht. Ja. Und das habe ich mir gedacht, das ist eine schöne Rolle. Also gar nicht die Botschaft, die so in den Himmel gehoben wird, sondern ja, Glaube. Also das ist ja schön. Wir haben ja in Burgersdorf schon gespielt. Ja, genau. 2006 gespielt, wir haben 2010 gespielt, nochmal da 9 und sogar in Bad Säckingen. Also da hat es noch auswärts gespielt. Und ich bin davon überzeugt, ich werde es nicht entscheiden können, aber es wird sicher noch einmal gespielt. Noch einmal kommt, da passt so gut in Steinbruch. Unbedingt, ja, also das auf jeden Fall. Also ich habe die Fotos gesehen oder so, gell? Ich werde es dran setzen und dann bitte gleich aufzeigen. Glaube. Ja. Und das sind Wahnsinnsrollen auch. Das ist, bei jedem ist ja das Schöne, da gibt es so viele Rollen. So ist es. Rollen. Ja. Also gibt es nicht nur eine Hauptrolle? Nein, genau. Da nicht einmal die Bullschaft, weil so oft ist die ja gar nicht. Gar nicht, die hat eine kleine Rolle im Prinzip sage ich einmal. Es ist also eine kleine Rolle. Der Teufel, der Tod. Oder auch die Mutter, finde ich, ist eine schöne Rolle. Ja. Also die Mutter ist auch eine wunderbare Rolle bei mir. Oder unser Hanni gespielt, ich weiß nicht. Ja, also die ist ja auch entzückend, wenn sie spielt, gell? Ja, dann gut, dann immer nur Wochen drauf, dann spielen wir vielleicht wirklich in Jedermann. Ja, wir werden jetzt eine Unterschriftliste starten. Das ist eine gute Idee, ich setze meine Unterschrift auch dazu. Vielleicht kommt es dann einmal, wenn wir wieder spielen dürfen. Am besten so zu einem Runden, das ist zu lang, also machen wir 35 Jahre. Das wäre dann in 4 Jahren, glaube ich. Ja, oder gut, heuer geht es auch nicht. Oder 20 Jahre Steinbruch, das wäre, glaube ich, in 4 oder 5 Jahren. Dann war doch da Jedermann, das war das erste Stück hinten. Das wäre dann, ja. Das 20 dann, Jahre. Ja. Wäre sicherlich gut für die Idee zum Weiterspinnen. Ich werde es weitergeben. Bitte unbedingt, ja. Liebe Isabella, danke, dass du da warst. Ich habe wieder einiges gelernt und gehört, auch wie man Text lernen kann. Das war für mich neu. Ja, jeder lernt anders, gell? Ja, genau. Danke, dass du da warst. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Mir auf jeden Fall. Ja, es war sehr fein, sehr schön. Und ich sage danke für die Einladung. Gerne. Und ich freue mich immer wieder. Ja, gerne. Und ich darf dir noch ein Geschenk überreichen. Vom Theater Burgersdorf. Ja, machst du heute am Abend auf, gemütlich. Werde ich machen. Liebe Grüße an das Theater Burgersdorf. Danke dir vielmals. So, das war schon wieder mal die Theatercouch. Ich freue mich auf nächste Woche und auf meinen Gast. Schauen wir mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao, Baba, schlaft's gut.